Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg, aus der Weidestraße 132 oder auch zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute mal nochmal hier aus dem Textmobil zu dem neuen Konjunkturpaket 2. In den letzten Tagen wurde ja viel darüber berichtet und es gab einen großen Aufschrei und das bringt alles nichts und wir werden alle verarmen und pleite gehen. Jetzt ist Gott sei Dank der Puls wieder ein bisschen runter und wir können uns mal so ein bisschen, ja, vorausschauend mit den Zahlen beschäftigen. Ich habe mir einen Punkt mal rausgesucht, weil alles andere dann doch für den Mittelstand Ideen waren. Aber eigentlich der Punkt 13 in dem Punktekatalog, der dort angesprochen war, also die Förderung für die Unternehmen, die einen starken Umsatzeinbruch hatten, jetzt vergleichsweise der Monate April und Mai zu den Monaten April und Mai von 2019. Da findet jetzt eigentlich nochmal so eine Finanzspritze statt. Das ist das, was nochmal eigentlich als großer Punkt so in die Augen stach, dass hier Unternehmen wieder gestaffelt bis 5 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter und darüber hinaus sich die Betriebskosten sozusagen fördern lassen können. Es gibt so eine schöne Abstufung, dass bei Umsatzeinbrüchen, also von den Monaten April, Mai im Vergleich von 19 zu 20, wenn dort der Umsatz mindestens 50% eingebrochen ist, dass dann die laufenden Betriebskosten für die Monate Juni bis August auch mit 50% bezuschusst werden. Bei einem Umsatzeinbruch dieser beiden Monate im Vergleich zum Vorjahr von mindestens 70%, dass dort bis zu 80% der laufenden Fixkosten bezuschusst werden können. Und dann eben die Staffelung. Bis 5 Mitarbeiter gibt es Fördergelder in Höhe von 9.000 Euro, also bis 9.000 Euro. Bei Mitarbeitern zahlen bis 10.000 gibt es halt eine Förderung von 15.000 Euro und maximal eben dann auf 150.000 Euro gedeckelt, das Ganze. Also hier muss man schnell sein, weil offensichtlich das Ganze gedeckelt ist auf 25 Milliarden, so wie ich das rausgelesen habe, sollte man die Anträge schnell stellen. Ist bis zum 31.08. möglich, die Förderanträge zu stellen und dann eine Auszahlung soll bis zum 30.11. passieren. Ob die Gelder dann eventuell wirklich nicht zu spät fließen, ist eine andere Geschichte. Aber momentan sind wir, was unser Büro angeht, eigentlich ziemlich optimistisch. Die Umsatzzahlen steigen wieder, die Geschäfte laufen langsam wieder an. Und man soll das Ganze nicht zu pessimistisch sehen. Letztendlich bleibt uns auch nichts anderes übrig, als positiv nach vorne zu schauen und das Ganze anzunehmen, was Förderung fürs Unternehmen bedeutet, so viel wie möglich liquide Mittel sparen, alle Sparmöglichkeiten, was steuerliche Möglichkeiten angeht, ausnutzen, mit Gläubigern sprechen und so weiter. Der Gedanke steht natürlich immer noch an und dann sollte das aber gut meisterbar sein, bin ich der Meinung. Wir haben jetzt, der Mai ist jetzt rum, das sind 5 Monate von 12 in diesem Jahr. Das heißt, wir haben das Längste des Jahres noch vor uns. Der Sommer steht noch vor uns. Und dann sollte man mal schauen, wie die Entwicklung so weitergeht. Das wollte ich noch mal so auf den Punkt bringen. Ich habe es auf meiner Seite, vorne auf der Startseite sieht man den Gürtel mit dem Corona-Bild. Und dann mal reinklicken, dort aktualisiere ich immer soweit den aktuellen Stand. Sich mal das Paket nochmal durchlesen im Ganzen, das hilft auch, um da mal sich selber ein Bild zu machen und nicht einfach nur drauf zu hören, was andere schimpfen, was das alles für ein Blödsinn ist. Und sich die Punkte mal rauspicken, die für einen sinnvoll erscheinen und dann nach vorne schauen und versuchen, Umsätze zu generieren. Die Lehre wird, wie immer, ich habe es schon mehrfach gesagt, wird natürlich so sein, dass man als Unternehmer jetzt verstärkt gucken muss, wie kriege ich meine Produkte online vermarktet und so weiter. Und dann geht das auch vorwärts. Ne? Also das wollte ich nochmal so auf den Weg schicken.
mal durchlesen, sich die Punkte rauspicken. Der 13er, das war der, den ich mir jetzt mal rausgepickt habe. Mal schauen, was die eigenen Zahlen, ne, an Potenzial zur Förderung darbringen und dann den Antrag stellen, wenn dann soweit feststeht, wie das praktisch passiert. Und dann schauen wir weiter. Bis demnächst erstmal auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.